Willkommen bei Schlesien Journal. Seit Jahren wird am letzten Wochenende im Januar der Opfer der sogenannten Oberschlesischen Tragödie gedacht. Diese Gedenkveranstaltungen werden vielorts in Oberschlesien von Vertretern der deutschen Minderheit durchgeführt. Gedacht wird der Opfern der Nachkriegsjahre, die verschleppt, vertrieben oder interniert wurden. Zu einem Symbol der Oberschlesischen Tragödie in der Woiwodschaft Schlesien wurde das Lager Zgoda in Świętochłowice. In diesem Jahr wurde dort zusätzlich zu den Gedenkfeiern auch ein Buch zu diesem Thema präsentiert. Während des Zweiten Weltkriegs war Zgoda ein Nebenlager des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz. Nach dem Einmarsch der Roten Armee in Schlesien und der späteren Machtübernahme durch die Kommunisten wurde das Lager zu einer Internierungsstätte für vermeintlich Deutsche umfunktioniert. Doch es waren nicht nur Deutsche, die Opfer des Lagers wurden, sondern alle, die für das kommunistische Regime als gefährlich galten. Die Veranstaltungen finden schon seit vielen Jahren statt und die Teilnahme ist immer was Besonderes. Nicht nur für mich, aber ich denke auch für unsere ganze Volksgruppe, welche hier in Schlesien noch geblieben ist. Erst seit 27 Jahren können wir eigentlich gedenken an die Opfer der sogenannten Oberschlesischen Tragödie, hauptsächlich an unsere Familienmitglieder. Heute ist vom ehemaligen Lager Zgoda nur noch das Einfahrtstor erhalten geblieben und dient seit der politischen Wende 1989 als Gedenkort für die Opfer des Lagers. Seit einigen Jahren kommen hierher nicht nur Vertreter der deutschen Minderheit, sondern auch verschiedene schlesische Organisationen zusammen. Man muss wissen, dass am Anfang nur die deutsche Minderheit eigentlich solche Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen organisiert hat. Jetzt inzwischen machen das auch andere Organisationen. Wir haben heute beispielsweise an dieser Stelle zwei extra Kranzlegungen. Also jetzt um 10 Uhr, der erste, dann um 12 Uhr macht das die Bewegung für Autonomie Schlesien. Bei den Feierlichkeiten am Lagertor Zgoda war auch Dominika Barra dabei. Vor einigen Tagen erschien ihr jüngster Roman Affe. Darin beschreibt sie das Schicksal der Opfer des Lagers Zgoda. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Zeit im Lager. Dominika Barra zeichnet auch das Vorkriegsleben und die Nachwirkungen des Lagers bei ihren Figuren nach. Sie basiert zwar auf historischen Dokumenten und Zeitzeugen, wollte aber kein wissenschaftliches Buch schreiben. Pewnie można naukowe rozprawy pisać na ten temat, ale jeśli zrobi się to w taki sposób bliski ludziom w fabule takiej i doda się do książki dużo emocji, to na pewno łatwiej będzie się z tym tematem zmierzyć komuś, kto nie ma pojęcia w ogóle, jakie rzeczy działy się na Zgodzie, a takich ludzi jest sporo nawet na Śląsku. Dominika Barra konnte ihr Buch auch den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung am Lager Zgoda näher bringen. Nach der Kranzniederlegung wurde ein Autorentreffen mit ihr veranstaltet. Sie selbst hat zwar in ihrer Familie kein Opfer des Lagers Zgoda, doch die Emotionen spielen in ihrem Buch eine wichtige Rolle. Und bei der Rolle der kommunistischen Machthaber in der damaligen Zeit nimmt sie kein Blatt vor den Mund, obwohl es für sie nicht leicht gewesen ist, so offen zu schreiben. Tak jesteśmy chyba wychowani tutaj nawet, że o pewnych rzeczach się nie mówi i to jest gdzieś tak głęboko w człowieku. Ale książka powstała też dlatego, żeby przestać się bać. Daher widmet Dominika Barra ihr Buch nicht nur denjenigen, die sich für die Geschichte des Lagers Zgoda interessieren, sondern auch den Opfern der Oberschlesischen Tragödie selbst. To jest hołd jakiś tym ofiarom, ale książka jest dla wszystkich. Książka jest po to, żeby o tym opowiedzieć, żeby to do ludzi dotarło, żeby ludzie się dowiedzieli. Das Buch von Dominika Barra ist in polnischer Sprache und schlesischer Mundart im Verlag Narodowa Oficyna Śląska erschienen. Und nun zu der Hauptgedenkfeier der Oberschlesischen Tragödie in der Opelner Woiwodschaft. Diese wurde traditionell am letzten Januarsonntag in Lambsdorff veranstaltet. Thank you.
Menschen aus der ganzen Oppelner Region kamen in Lambsdorff zusammen, um an die Geschehnisse vor 72 Jahren zu erinnern. In der heiligen Maria Magdalena Kirche wurde eine zweisprachige Andacht gehalten. Mit Trauergesang und Gebeten gedachten die Versammelten der Opfer der oberschlesischen Tragödie. Wenn man sich erinnert, wenn man, so wie wir das hier in Lambsdorff tun, wenn man für die Opfer betet, wenn man an die Opfer erinnert, dann kommt der Mensch eben zur Ruhe, er findet den inneren Frieden, den er braucht, um in die Zukunft zu leben. Nach der Andacht trafen sich alle auf dem Friedhof der Opfer des Arbeitslagers in Lambsdorff. An diesem Ort wurden von Juli 1945 bis Oktober 1946 Deutsche aus den umliegenden Dörfern gefangen gehalten. Familienangehörige und Landsleute legten Kränze nieder und erinnerten an die Geschehnisse aus dieser Zeit. Daher ist das auch eine Situation, wo sie davor warnt, eben nicht mit Rache und Vergeltung dem anderen gegenüber zu stehen und aus Rache und Vergeltung zu handeln, geht es gar nicht. Und ich denke, diese wichtige Botschaft, sowohl das Erinnern als auch das in die Zukunft schauen, als Warnung und als Einladung zu einem friedlichen Miteinander, dass das gelungen ist, dadurch, dass man der Opfer auch der Nachkriegszeit hier in Lambsdorff gedenkt. Der letzte Teil der Gedenkfeier fand im zentralen Kriegsgefangenenmuseum in Lambsdorff statt. Dort wurde ein Vortrag anhand der Publikation Nach dem Krieg, Arbeitslager Wambinowice 1945 bis 1946 gehalten. Diese Publikation entstand als Ergänzung einer gleichnamigen Dauerausstellung in diesem Museum. In der Ausstellung wird die Geschichte des Nachkriegslagers für Deutsche in Lambsdorff präsentiert. Rola zatem jest taka, że rzeczywiście to, co nam przyświecało, więc upowszechniamy, popularyzujemy tematykę, która jest tematyką trudną, tematyką dla wielu nieznaną i to zresztą wydarzenia i komentarze, które słyszymy wokół siebie, które są wiesz, w mediach, w prasie, w rozmaitych środkach przekazu, doskonale nam pokazuje, że nadal trzeba popularyzować i to myślę, że ta wiedza, która jest podana na tej ekspozycji, taką rolę może pełnić. Die Ausstellung nach dem Krieg Arbeitslager Wambinowice 1945-1946 ist von Dienstag bis Sonntag im Zentralen Kriegsgefangenenmuseum in Lambsdorff in der Ulica Musalna 4 zu sehen. Der Eintritt ist frei. Und nun eine Umfrage bei Schlesien Journal. Was wissen Sie über die oberschlesische Tragödie? Rocznikowo nie taki stary, żeby ich mógł powiedzieć, co to przeżył. To nie przeżył, ale... Co wyczytał w gazetach? Bardziej z przekazów medialnych, gdzieś bardziej tak niż tak w domu, żeby się rozmawiało. Ewentualnie jak ktoś gdzieś po prostu usłyszał, to po prostu w domu jakby przekazywali, że takie coś było i tak dalej, ale tak, żeby o tym rozmawiano w domu, to raczej myślę, że nie. Jeszcze ojciec żył, to się więcej człowiek interesował, ale teraz już nie ma, to już nie ma od kogo tej wiadomości czerpać. A tak to jakoś nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Może z tym wydarzeniem się zetknęłam, ale pod taką nazwą nie. Znam z opowiadań mojej omy, a także jakichś tam różnych starszych osób z innych miejscowości. Natomiast oni chyba tego nie nazywają tragedią górnośląską. Moim zdaniem to jest takie sformułowanie, które zostało wymyślone, stworzone przez historyków. A ci starsi ludzie, którzy to pamiętają i którzy to przeżyli, wydaje mi się, że bardzo niechętnie o tym mówią, chcą o tym zapomnieć. Może mi się coś obiło uszy, ale nie powiem nic na ten temat, bo nie mam pojęcia. A najsmutniejsze z tego jest wszystko jest to, że ani rząd, ani ludzie nie wyciągają wniosków żadnych z historii. Chyba nie jest takie mądre powiedzenie, że kto nie zna historii, nie może mu się ułożyć w przyszłości, bo będzie popełniał te same błędy.
Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.